Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es darum, warum du bei der Steilabfahrt nicht nach hinten gehst. Das klingt komisch, ist es aber gar nicht und das klären wir jetzt. Hallo, mein Name ist Daniel von der Bikeschule Rock My Trail. Und wir wollen euch heute gerne eins der typischen Themen in unseren Fahrtechnikkursen näher bringen, und zwar, warum du bei Steilabfahrten nicht nach hinten gehst. Und wahrscheinlich sagt der ein oder andere jetzt, was will der mir denn heute erzählen? Und es geht so ein bisschen um das Thema Körper-Bike-Trennung. Wenn du vielleicht schon ein paar Videos geguckt hast, auch von unserem Kollegen Marc Brotesser, dann wirst du dich mit der Thematik vielleicht schon mal beschäftigt haben. Wenn nicht, dann ist gut, dass du heute dabei bist, denn heute geht es so ein bisschen um ein ganz zentrales Thema zwischen Oldschool versus Newschool bei Abfahrten. Und worum es geht, ist im Endeffekt, dass du bei Abfahrten nicht nach hinten gehst. Aber wenn wir jetzt ein Foto von der Seite machen würden, hinter dem Sattel bist. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie komme ich da hin, wenn ich mich nicht dahin bewege? Und jetzt kommen wir zur Körper-Bike-Trennung. Wenn wir auf eine Abfahrt drauf zufahren, geht es darum, dass wir uns erstmal aktivieren. Also wir beugen Arme und Beine etwas, machen uns bereit für die bevorstehende Abfahrt und halten diese Position. Wir rutschen also nicht proaktiv nach hinten. Wir bleiben in dieser aktiven Position, bis nun das Vorderrad in die Abfahrt hereinfährt. Das Vorderrad sackt ab, kippt ab, unsere Arme werden länger, das Fahrrad fährt ein Stück vor. Und dadurch, dass das Fahrrad ein Stück vorfährt, wandert auch der Sattel ein Stück weiter nach vorne. Meine Hüfte bleibt aber theoretisch an der gleichen Stelle, es fährt also das Fahrrad vor. Wir gehen aber eigentlich gar nicht nach hinten, sondern wir bleiben mit der Hüfte an der gleichen Stelle. Das Fahrrad kippt weg und in dem Moment, wo das Fahrrad wegkippt, der Sattel kommt zwischen unseren Beinen durch, ist unser Po, wenn ich jetzt ein Foto von der Seite machen würde, hinter dem Sattel. Wir selber sind aber gar nicht nach hinten gegangen, sondern wir sind an der gleichen Stelle geblieben. Und da kommen wir noch zu einem anderen beliebten Thema, und zwar, wie weit muss ich denn nach hinten gehen, bei welcher Abfahrt? Und das Thema ist häufig das, dass man, wenn die Abfahrt herausfordernder wird, wenn sie schwieriger wird, dass man in ein altes Muster zurückfällt und schon ein bisschen nach hinten geht, vielleicht aus Angst, aus Respekt, aus der Befürchtung, dass man stürzen könnte. Was wir euch aber gerne nahebringen wollen, ist zu sagen, wir gehen nur so weit nach hinten, wie wir es müssen in der Abfahrt. Und wie weit müssen wir nach hinten? Das bestimmt die Neigung des Geländes. Und wir gehen so weit nach hinten, dass wir immer im Lot über dem Tretlager sind. Wow. Das hört sich jetzt alles ganz schön kompliziert an, ist es aber nicht. Das zeige ich euch gerne mal hier kurz am Baum. Okay, also, was kennen wir schon? Wir wissen, wenn wir auf der Ebene fahren, sind wir im Lot über dem Tretlager mit unserer Hüfte. Das heißt, Tretlager ist hier, im Lot da drüber, Sattelnase zwischen den Knien, Hüfte da. Wenn wir jetzt mal sagen, es geht in eine Abfahrt, das kann man sich mit so einem Baum eigentlich wunderbar herleiten. Wenn es steil ist, richtig steil, gehen wir in einer Linie hoch, hier ist das Tretlager, gehen in einer Linie hoch, müsste die Hüfte ungefähr da sein. Wird es ein bisschen flacher, Hüfte ist da. Noch ein bisschen flacher, Hüfte ist da. Und so wandert dann natürlich die Hüfte, je steiler es wird, umso weiter nach hinten. Oder anders gesagt, je steiler es ist, desto länger fährt das Fahrrad vor und desto weiter ist unsere Hüfte hinten. Also sie wandert nicht nach hinten, sondern umso länger wandert das Fahrrad nach vorne, kippt mehr in die Abfahrt. Ja? Kann man sich auch so überlegen. Wenn ich jetzt hier lang fahre, lasse das Vorderrad mal fallen. Das Vorderrad fährt lange in die Abfahrt hinein, deswegen bin ich weit hinten. Je flacher das wird, umso mehr bin ich im Bereich des Sattels, beziehungsweise das Fahrrad fährt ja nicht ganz so lange weg. Nummer 1. Wir merken uns also, Neigung des Geländes bestimmt, wie lang das Fahrrad vorfährt, wegfährt, in die Abfahrt hineinfährt, wie weit das Vorderrad wegkippt. Das zeigen wir euch gleich nochmal anders. Und Nummer 2, das verändert sich natürlich auch dann mit dem Neigungswinkel. Es geht steil rein, geht flach raus. Das heißt, wenn es flach rausgeht, bleibe ich auch nicht oder bin ich nicht hinten verharrt, sondern das Fahrrad kommt mir wieder ein Stück näher und ich bin dann wieder ein Stückchen näher am Sattel. Meine Hüfte hat sich aber nicht bewegt, sondern das Fahrrad ist mir wieder ein Stück näher gekommen. Gehen wir mal kurz an eine Wurzelstufe und gucken uns an, was unser Körper denn ausgleichen kann, ohne dass meine Hüfte sich bewegt, sondern nur das Fahrrad vorfährt. Okay, also, unsere kleine Abfahrt, mini kleine Stufe, ungefähr Bordsteinhöhe. Wir wollen euch mal kurz demonstrieren, was wir meinen mit Körper-Bike-Trennung, was wir meinen, du gehst nicht nach hinten, sondern das Fahrrad fährt weiter. Wenn ich jetzt hier bin, habe meine Arme gebeugt, lass das Fahrrad ein Stück vorfahren, dann kann ich die komplette Stufe nur durch meine Arme ausgleichen. Wenn wir jetzt auf die Hüfte achten, die Hüfte ist jetzt hinterm Sattel. Hier hätte ich sie genau da, wo ich sie haben wollte. Und jetzt werde ich nur aus den Armen länger. Lass das Fahrrad also
in die Abfahrt hereinfahren. Führe es in die Abfahrt herein, könnten wir auch sagen. Wir schieben es vor, Arme werden länger, sind immer noch nicht durchgestreckt, aber die Hüfte befindet sich hinter dem Sattel. In der Abfahrt ist meine Hüfte, wenn ich jetzt so von der Seite betrachte, wie ihr es gerade seht, hinter dem Sattel. Ich habe mich aber mit meiner Hüfte nicht bewegt. Und das ist super, super wichtig. Ihr werdet viele Leute sehen, vielleicht seid ihr selber auch noch in dem Moment, dass ihr so angerollt kommt, weil ihr denkt, gleich kommt die Abfahrt. Und jetzt kommt ein typisches Fehlerbild, weil wenn ihr jetzt nicht mehr länger werden könnt, dann ist es so, dass das Fahrrad jetzt an euch zieht und euch mit die Abfahrt herunterzieht. Ich denke, wir alle wissen, bei so einer kleinen Abfahrt wie der hier, bei einer kleinen Stufe, ist das kein Problem. Aber bei größeren Stufen, höheren Stufen, steileren Abfahrten, dann kann das eine Blockade sein. Und ich will da jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, das machen wir in einem separaten Video, auch in dieser Serie. Aber mir geht es erstmal darum, dass ihr versteht, wir trennen Körper und Bike. Das Bike kann weiterfahren, wir können unseren Körper unabhängig davon verlagern. Gerade diese Woche gab es dazu in der Bike oder Mountainbike, ich weiß es nicht genau, eine der beiden Zeitschriften, einen großen fachlichen Artikel, euer Kinn soll lotrecht bla 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 über eurem Vorbau und so weiter sein. Damit kann man sich auseinandersetzen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil keiner kann sehen, wo jetzt das Kinn über dem Vorbau irgendwie ist. Deswegen merkt euch einfach, ihr fahrt rein, das Fahrrad fährt weg und werdet länger, solange wie ihr lang werden müsst. Wenn die Abfahrt jetzt länger wäre, dann wird es ja länger an mir ziehen, dann würde ich vielleicht noch weiter hinten sein. So hat man eigentlich ganz gute Effekte, Kräfte, die auftreten, wirken, die ich einfach auf mich wirken lassen kann, mich dementsprechend füge und gar nicht jetzt merken muss, okay, ist mein Kinn an der richtigen Stelle. Finde ich ein bisschen unglücklich. Ich würde euch eher daran orientieren, dass ihr sagt, okay, ich stelle mein Fahrrad mal rein. Wo ist das Lot über dem Tretlager? Ayo, gerade so in einem Sattel. Heißt, so weit nach hinten oder so weit hinten bin ich gar nicht. Da muss man immer aufpassen, wenn ich die falsche Wortwahl wähle. Sprich, das Fahrrad fällt ja auch nicht besonders tief rein. Ich werde nicht besonders lange gestreckt und so bin ich an der richtigen Stelle. Okay, ganz wichtig, Schritt Nummer 1, nicht vergessen, damit es nochmal deutlich ist für alle. Zuerst Körpergewicht absenken, aktivieren, Arme und Beine ein bisschen beugen, denn es kommt etwas Herausforderndes, je nachdem wie steil das für euch ist. Ihr müsst also einfach ein bisschen tiefer sein, ein bisschen aktivierter, ein bisschen beweglicher, dass ihr jetzt das Fahrrad länger führen könnt. Denn wenn die Arme natürlich super gestreckt sind, funktioniert das, was ich jetzt gerade erklärt habe, nicht. Egal ob die Stufe Abfahrt, klein oder groß ist, dieses Prinzip Körper-Bike-Trennung, Fahrrad fährt weiter, Körperschwerpunkt wandert nicht nach hinten, sondern Fahrrad fährt weiter, bleibt gleich. Wir wollen euch das mal ein bisschen eindrücklicher zeigen, wo ein bisschen mehr Bewegung da ist. An so einer, ich würde sagen, sehr, sehr hohen Geländestufe, viel höher kann man dann gar nicht mehr fahren, wenn man dann aufsetzen würde. Sprich, was heißt das für mich? Ich muss jetzt sehr tief runter, so tief ich nur kann, damit ich hier viel Weg aus meinen Armen bekomme. Vielleicht nochmal für euch ganz eindrücklich. Wie weit ist denn möglich? Wie gesagt, ganz wichtig, auch bei solchen herausfordernden Abfahrten, Geländestufen, schön tief gehen und dann funktioniert das Ganze. Wer sagt, boah, so Stufen will ich fahren lernen, entweder am Fahrtechnikkurs vorbeikommen oder wir verlinken euch gerade mal noch ein kurzes Video hier oben. Wir haben schon mal was zu Geländestufen gemacht. Könnt ihr euch da noch mal in Ruhe anschauen. Heute geht es um Körper-Bike-Trennung. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Bis gleich. Ihr könnt jetzt Abfahrten fahren und ihr könnt Abfahrten sicher fahren. Körper-Bike-Trennung war unser heutiges Thema. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Denkt dran, wenn ihr bergunter fahrt, euch zu aktivieren und aus eurem Körper erstmal arbeiten zu lassen. Und wenn ihr sagt, jo, geiles Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr es anders seht, schreibt mal in die Kommentare. Wir sind immer gespannt auf euer Feedback. Ich würde sagen, das war's von mir für heute. Ich mache mich aufs Bike. Wetter ist gut, Trails sind fresh. Geht eine Runde fahren. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Fahrtechnik par excellence. Tschüss.